So, hello. Heute ist ET und ich glaube, das Kind kommt nach mir und ist pünktlich. Auf jeden Fall, also gestern war alles ganz normal. Ich dachte so, wenn es so weitergeht, dann kommt die erst in der Woche. Aber heute Morgen bin ich schon aufgewacht und dachte, das fühlt sich anders an. Und hatte so ein bisschen Déjà-vu, wie bei meiner ersten Tochter. Da war es auch am ET, dass sich mein Körper anders angefühlt hat. Ich habe mir ja vorgenommen, am ET, beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, dass es losgeht, die Kamera mitzunehmen, weil ich mich an die erste Geburt schwer erinnern konnte. Heute ist es alles ein bisschen präsenter, weil ich, wie gesagt, so ein Déjà-vu-Erlebnis hatte. Ich habe auf jeden Fall so sehr, also heute Morgen bin ich mit sehr viel Druck nach unten aufgewacht. Das hatte ich die letzten Tage nicht. Gestern hat noch eins zu mir gemeint, na, das dauert noch, ihr Bauch ist noch viel zu weit oben, das sagen mir so viele. Bei meiner ersten Tochter ist mein Bauch auch nicht hoch abgesackt. Also, darauf braucht ihr gar nichts geben. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt erzählen soll, ich bin so aufgeregt. Naja, auf jeden Fall, Druck nach unten und Wehen hatte ich, wie gesagt, auch schon. Und ich habe so eine Nervosität. Ich konnte heute Nacht schlecht schlafen. Und ja, wir haben jetzt 10 Uhr. Ja, Viertel nach 10. Ich war schon duschen, habe mich fertig gemacht. Und die Kleine ist im Kindergarten, in der Kita. Herr Freund sitzt nervös auf der Couch. Ja, und ich tingle so nervös durch die Gegend. Ich habe eigentlich um 11:45 Uhr, glaube ich, noch einen Frauenarzttermin. Ich bin gespannt, ob ich den noch wahrnehme. Ich habe auf jeden Fall schon Wehen, aber das heißt ja nichts, kann ja auch noch 3 Tage lang in Wehen gehen. Aber mein Gefühl sagt, dass es heute zumindest losgeht. Ob sie es dann heute auf die Welt schafft, ist dann wieder die andere Sache, weil meine Tochter hat es ja auch bei der Großen bis zum nächsten Tag gedauert. Ich muss nur gucken, dass wir das schaffen, sie dann irgendwie rechtzeitig von der Kita abzuholen, weil zwischen 12 und 2 schlafen die Kinder. Da wäre es ungünstig, sie abzuholen. Das heißt, entweder vorm Frauenarzt oder nach dem Schlafen. Ob ich so lange durchhalte, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich zitter auch die ganze Zeit. Vielleicht ist die Kamera deswegen nicht so ganz stabil. Oh, ja, ich bin sehr aufgeregt tatsächlich, wenn es jetzt losgehen sollte. Ich habe ja mal gesagt, sie kommt plus minus einen Tag ET. Mal gucken, ob ich recht behalte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie heute kommt. Ich habe mich die letzten Tage sehr viel ausgeruht. Auch dank Herr Freund, der Urlaub hat und sich wirklich viel auch um die Große gekümmert hat. Und mich überall hingefahren hat, wo ich noch hin wollte. Ja, und eigentlich sitzen wir hier so seit gestern in Warteposition und denken, ja, kann jetzt kommen. Naja, mal sehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumwuseln und dann mal gucken. So, ich bin zurück von meinem Frauenarztbesuch. Das war ganz lustig tatsächlich, weil das wohl nicht so häufig vorkommt, dass da jemand mit Wehen ankommt. Die haben alle schon gescherzt, dass es jetzt dass es eine Praxisgeburt wird. Ich habe mich aber hervorragend aufgehoben gefühlt, weil meine Hebamme arbeitet da in der Praxis. Die war auch da. Und die hat, also beim CTG war jetzt keine Wehe zu sehen. Aber der Muttermund ist schon auf. So. Also wir werden jetzt versuchen, noch eine Stunde abzuwarten. Dann ist die Schlafenszeit in der Kita rum. Dann holen wir die Kleine ab. Bringen sie zu ihrer Cousine und dann können wir von da aus ins Krankenhaus fahren. Das ist da um die Ecke. So, also wir haben es nicht bis 14 Uhr ausgehalten. Ich glaube 10 Minuten, nachdem ich mich letztes Mal gemeldet habe, habe ich gesagt, nee, wir fahren jetzt. Ich habe so eine Wehen-App und die hat dann auch gesagt, ja, besser losfahren. Das ist jetzt alle 5 Minuten. Was beim zweiten Kind echt knapp ist. Und wir müssen sie ja noch abgeben, beziehungsweise erstmal abholen. Herr Freund ist gerade in der Kita und
versucht, sie da jetzt rauszuholen. Ist halt schwierig, weil jetzt gerade Mittagsschlafenszeit ist. Zum einen, dass da jemand an die Tür kommt, weil die Klingel ist dann, glaube ich, aus. Per Telefon habe ich niemanden erreicht. Und dann muss er sie wecken und das ist immer ganz schwierig bei ihr. Ungünstig, wirklich ungünstig gerade. Aber es geht nicht anders. Also ich hätte mich jetzt nicht getraut, noch eine halbe Stunde zu warten. Ich glaube, da kommt er. Naja gut, mal sehen, wie lange es noch dauert. So, ich melde mich viele Wochen später. Ich glaube 10 oder 11 Wochen später. Heute ist Silvester. Ich wollte gerade den Vlog schneiden von den letzten 2,5 Monaten. Und da sind so ein paar Lücken drin. Deswegen jetzt der Nachtrag. Die Geburt ist super verlaufen. Ich habe meine ambulante Geburt bekommen, die ich gerne wollte. Und sie kam tatsächlich zum errechneten Termin auf die Welt. Und es war eine, ich weiß nicht, ob man dazu schöne Geburt sagen kann, aber es war so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte eigentlich schon so ein bisschen vergessen, wie schlimm die Wehen dann irgendwann werden. Also wer einen positiven Geburtsbericht haben will, der sollte vielleicht jetzt skippen. Also es ist jetzt nicht schlimm, aber für mich sind Wehen Schmerzen und ich ja, fand das schon durchaus schmerzhaft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so die Zeiten, aber also, weil wir sind ja so um 14 Uhr, 15 Uhr waren wir glaube ich im Krankenhaus, 15 Uhr waren wir im Krankenhaus und 19 Uhr ist sie auf die Welt gekommen. Also es hat schon ein bisschen gedauert, aber es ging auf jeden Fall sehr viel schneller als bei der ersten Geburt. Und ja, Herr Freund durfte nach, ich glaube, ungefähr einer Stunde mit. Die erste Stunde musste ich noch alleine in den Kreissaal. Und oh mein Gott, ich war so froh, dass er mit rein durfte dann. Ich weiß, viele mussten das in den letzten 2 Jahren, viele Frauen alleine durchstehen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte. Zumal die Hebamme war so beschäftigt. Neben mir haben, glaube ich, 2 oder 3 andere Frauen gleichzeitig entbunden. Und sie ist halt immer von einem Notfall zum nächsten gerannt. Und hat mich dann da halt alleine gelassen. Was soll sie anderes machen? Sie hätte mir eh nicht helfen können. Und ich glaube, 2 Stunden oder so hat sie uns allein, 15, 16, 17, ja, irgendwie sowas, 2, 2,5 Stunden hat sie uns dann da allein im Kreißsaal gelassen. Und dann habe ich es aber irgendwann wirklich nicht mehr ausgehalten und habe geklingelt und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann, also ich war von Anfang an für PDA zu haben, ich habe meine erste Tochter auch unter PDA bekommen. Und ich bin ein sehr schmerzempfindlicher Mensch, deswegen, ich habe gesagt, alles, was hilft, ist recht. Aber sie hat mir erstmal die Badewanne angeboten und da hatte ich auch gute Erfahrungen aus der ersten Geburt und habe ich gesagt, ja, machen wir. Und als ich mich reingelegt habe, war das der Himmel auf Erden, allerdings nur für so eine Viertelstunde oder so. Danach war es die Hölle auf Erden. Ich weiß nicht, wie ich auf dieser Badewanne wieder rausgekommen bin. Ich habe auf jeden Fall Sturm geklingelt und gesagt, holt mich hier raus, ich kann nicht mehr. Ich hatte dermaßen Schmerzen. Ich weiß auch nicht, wie ich es da wieder raus geschafft habe. Irgendwie habe ich es geschafft, aber keine Ahnung wie. Und dann wollten sie mich aufs Bett legen, habe ich mich aber geweigert, weil das war bei der ersten Geburt mein Untergang. Da kam ein Wehensturm und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Gott sei Dank haben die mich nicht überreden wollen und ich durfte dann knien vorm Bett weitermachen. Aber es war, ich hatte so Schmerzen gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dachte mir so, warum gibt die mir nichts, warum gibt die mir nichts? Und dann sagt die so, ja, du musst aber, der Kopf ist gleich da. Und ich dachte in meinem Kopf noch, es dauert jetzt noch 6 Stunden, weil bevor ich in die Badewanne gegangen bin, war der Muttermund 4 cm auf. Und man sagt halt so 1 cm pro Stunde. Und bei 10 cm ist es dann fertig sozusagen. Aber beim zweiten Kind ist das scheinbar nicht so. Jedenfalls, also die Badewanne hat die ganze Arbeit geleistet. Und ja, dann eine Stunde später war sie, glaube ich, auf der Welt.
Und alles gut gegangen. Und weil alles gut gegangen ist, durften wir dann auch 6 Stunden später wieder nach Hause. Wir haben die 6 Stunden dann zusammen im Kreißsaal verbracht. Beziehungsweise bevor wir dann nach Hause gefahren sind, haben wir noch die Große abgeholt. Die konnte nämlich nicht schlafen bei ihrer Cousine. Es war mir von Anfang an eigentlich klar, dass sie nicht woanders schlafen wird. Gott sei Dank hat meine Schwägerin die Last auf sich genommen und hat sie bespaßt bis mitten in der Nacht und dann haben wir sie abgeholt und dann haben die zwei Geschwister sich kennengelernt. Das war so süß, es war so süß, wirklich. Und meine ganzen Befürchtungen, dass die Große eifersüchtig ist auf die Kleine, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Die ist total verliebt in ihre Schwester. Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie größer ist und dann sie an ihr Spielzeug geht, aber aktuell ist davon Eifersucht keine Spur. Toi, toi, toi. Ja, und dann ging das Chaos aber weiter. Wir waren ja mitten im Umzug. Wie ihr vielleicht seht, ich bin nicht mehr in der alten Wohnung. Wir haben den Umzug mittlerweile zumindest so weit geschafft, dass alle Möbel hier stehen, aber wir leben immer noch zwischen Kartons. Weil es ging Schlag auf Schlag. Wir mussten dann noch relativ oft ins Krankenhaus. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß nicht, ob ich darüber nochmal spreche. Jetzt ist alles gut, aber die letzten Monate war einfach, es war viel zu viel los. Das Jahr war wirklich das anstrengendste Jahr, was ich in meinem Leben, glaube ich, hatte. Und auch mit das Schlimmste, leider. Also nicht nur die letzten 3 Monate, sondern das ganze letzte Halbjahr, die erste Jahreshälfte war eigentlich okay, die zweite war nicht so berauschend. Unsere Tochter natürlich ausgenommen. Das ist natürlich das absolut Schönste, was uns dieses Jahr passiert ist und auch generell, was uns so passiert ist. Unsere Kinder. Und wir sind alle wohlauf, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Aber ja, wir haben viel Zeit im Krankenhaus verbracht. RSV haben wir auch noch bekommen. Ja, der Umzug hat uns dermaßen mitgenommen. Dadurch, dass wir so viel im Krankenhaus waren, hatten wir überhaupt keine Zeit, wirklich den Umzug über die Bühne zu bringen. Also am Ende war es das reinste Chaos. Ein Hoch auf unsere Freunde und Familie, die uns so sehr geholfen haben, den Umzug noch zu meistern, weil wir mussten ja irgendwann auch raus. Also blieb uns ja nichts anderes übrig und wir hatten auch schon alles gemietet, Auto gemietet und so. Also wir hatten einfach Termine, an die wir uns halten mussten. Und ja, wie gesagt, wir leben immer noch zwischen Kartons. So langsam geht's. Für den Januar steht auf jeden Fall an, dass wir hier Ordnung reinbringen. Und auch generell für das Jahr, für das Jahr 2023. Ich habe mir nichts in dem Sinne vorgenommen, weil letztes Jahr um die Zeit, ich mache das ja normalerweise immer, ich nehme mir immer gute Vorsätze. Es sind keine guten Vorsätze, ich mache mir immer einen Plan fürs nächste Jahr. Allerdings, der Plan vom letzten Jahr ist sowas von überhaupt nicht aufgegangen. Also, das ist überhaupt nicht schlimm gewesen, aber es hat mir einfach gezeigt, dass sich Pläne machen in dem Umfang, in dem ich das gemacht habe, überhaupt nicht lohnt. Also, beispielsweise, letztes Jahr um die Zeit hatten wir noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob wir ein zweites Kind wollen oder nicht. Und im Januar kam der Entschluss, dass wir ein zweites Kind wollen. Und dann hat es geklappt. Und ja, das stand überhaupt nicht auf dem Plan, zweites Kind. Genauso wie ja, unser Umzug, der stand auch nicht auf dem Plan. Deswegen mache ich keine großen Pläne für nächstes Jahr. Ich habe ein Motto fürs nächste Jahr: Cleaning and Healing. Mit Cleaning ist größtenteils die Wohnung gemeint. Und Healing, alles verarbeiten, was 2022 passiert ist. Ja. Und ansonsten will ich 2023 noch meine Elternzeit sehr genießen. Ich bin ein bisschen traurig, dass die letzten 2 Monate sich die Ereignisse so überschlagen haben, dass wir gar nicht so die Zeit genießen konnten. Und das sagt man immer, die Zeit kommt nie wieder und das ist halt das Traurige daran. Also die Kleinen werden so schnell groß und gerade, also
erste, zweite Monat, wo die so ganz klein sind und so die ersten Geräusche machen und so, weil das. Ich konnte das auch diesmal richtig genießen. Also bei unserer ersten Tochter war ich ja so überfordert damals, da konnte ich die Zeit nicht genießen. Und diesmal war ich das zumindest mit ihr als Baby nicht überfordert. Ich war mit den ganzen Situationen überfordert, aber nicht mit ihr. Und ja, da bin ich so ein bisschen traurig drum, dass wir so wenig Zeit hatten, wo wir das einfach ganz bewusst intensiv genießen konnten. Herr Freund genauso, der hatte Elternzeit und es stand so viel an, dass er die Elternzeit gar nicht so richtig für das nutzen konnte, wofür es eigentlich gedacht war. Und morgen ist sie vorbei. Ja, und das möchte ich auf jeden Fall noch 2023 die Elternzeit genießen und die Zeit, wo sie so klein ist. Weil das wird, also ein drittes Baby wird es nicht geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, gut, ich habe nach der ersten auch gesagt, die bleibt Einzelkind. Und jetzt haben wir zwei, aber nein. Umso trauriger bin ich halt, dass sie das letzte Baby ist und die Zeit nie wiederkommen wird. Ich sage schon immer die ganze Zeit, sie soll so klein bleiben, noch eine Weile. Aber es ist ja auch schön, sie dann aufwachsen zu sehen. Aber dieses ganz Kleine, das geht dann auch so schnell vorbei. Ne? Also umso älter sie werden, umso größer ist die Zeitspanne, bis wie sie sich dann entwickeln. Versteht, was ich meine? Aber so in den ersten paar Monaten, da geht es ja teilweise jeden Tag irgendwas Neues. Also gestern hat sie zum Beispiel das erste Mal sich auf die Seite gedreht. So, zack, lag die auf der Seite. Und ist jetzt ganz neugierig und guckt immer. Und das ist so süß. Ja, ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten. Oh, ist einfach schön. Aber ja, die Zeit kann man halt nicht anhalten. Deswegen muss man die Momente genießen. Und das steht für 2023 auf dem Plan. Und ja, und ob oder wie es hier 2023 weitergeht, das weiß ich noch nicht. Die letzten Monate bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, mich um meine Vlogs zu kümmern. Aber ich wollte es auch nicht aufgeben. Deswegen, ich habe mir so fest vorgenommen, das jetzt noch in dem alten Jahr abzuschließen und das Material hochzuladen. Ich habe auch noch Material vom Umzug. Was ich damit mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. Also vielleicht kommt da im Januar noch was. Aber ich muss erstmal gucken, wie ich das mit zwei Kindern organisiere. Wir müssen erstmal wieder in unseren Alltag richtig reinfinden, jetzt nach den Ferien. Und so ein bisschen Struktur in unser Leben bringen. Und dann gucke ich mal, wie das mit YouTube und so noch in unseren Alltag reinpasst. Ja, also vielleicht sehen wir uns bald, vielleicht ein bisschen später, vielleicht auch gar nicht, ich weiß es noch nicht. Aber zumindest wollte ich euch nicht so komplett im Dunkeln lassen und noch kurz von der Geburt berichten. Ja. Es war auf jeden Fall, das kann ich sagen, die beste Entscheidung, ambulant zu entbinden, sofern es dem Kind natürlich gut geht und ihr ging es ja gut. Ich würde das immer wieder so machen. Zu Hause geht es mir einfach besser als im Krankenhaus. Ich kann Krankenhäuser nicht leiden, immer noch nicht. Auch wenn die gute Arbeit machen und ich der größte Fan von Medizin bin, den es wahrscheinlich gibt. Ich habe überhaupt nichts gegen Medizin, es geht mir einfach um diesen Aufenthalt, um diese Atmosphäre und so. Damit kann ich so schwer umgehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau, ja, ambulante Geburt. Mir ging es auch sehr gut. Ich war, glaube ich, am nächsten Tag oder am darauffolgenden Tag dann schon in der Kita, um die Große abzuholen. Da haben mich schon alle so fassungslos angeschaut, dass ich schon wieder auf den Beinen bin, aber mir ging es wirklich gut. Und ich bin so froh, dass ich mich dafür entschieden habe und auch das durchgesetzt habe, dass ich ambulant entbinde. Und das Einzige, was ich anders machen würde, wäre meine Kliniktasche. Die hätte ich anders packen müssen. Da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Aber dazu kann ich mich ja dann nochmal wann anders äußern, wenn euch das interessiert. Jetzt aber wirklich. Einen guten Rutsch und ein frohes Neues und bis demnächst oder so.